Ja, hallo liebe Leute, neues Video zur Programmierung von kleinen Atmel-Chips. Atmel-Chips, das sind Chips, die so von 8 Pin oder 12 Pin Gehäusen bis zu ganz großen Gehäusen gehen können. Ich habe hier einen, so einen mittleren, der hat 28 Pins. Blende ich mal gerade ein, wie das Teil aussieht. So, da seht ihr, wie so ein Teil aussieht. Und das ist jetzt hier für so ein Lauflicht vorbereitet. Das Programm muss noch hier aufgespielt werden. Hiermit kann man was bedienen. Und hier kommt die Spannung dran und hier das Programmiergerät. Aber bevor man das programmieren kann, muss erstmal ein Programm geschrieben werden. Programm habe ich schon fertig. Und das muss aber noch halt in den Code umgesetzt werden, dass man das auf den Atmel-Chip schieben kann. So, jetzt, was braucht man, um das zu programmieren? Im Prinzip gar nicht viel. Man installiert sich einen Atmel Assembler, der heißt AVRA. Kann man mal AVRA. Und dann kommt erstmal hier, was man machen kann. Jetzt ist da was Wichtiges, was leider nicht so ganz einfach ist. Und zwar, man braucht, um diese Teile vernünftig programmieren zu können, braucht man sogenannte Include-Dateien. Und die Include-Dateien, da steht drin, es gibt so Bezeichnungen von Atmel für die verschiedenen Register und so weiter, dass man die nutzen kann. Da müssen die definiert werden. Das passiert in sogenannten Include-Dateien. Diese Include-Dateien sind nicht öffentlich einfach so runterladbar. Man lädt sich also dann die Software Atmel Studio, beziehungsweise heißt heutzutage Microchip Studio, Microchip natürlich mit CHIP geschrieben. Und da kann man dann diese Include-Dateien rausladen. Für den Assembler braucht man die Datei mit der Endung .inc. Und dann hat man verschiedene Dateien. Das sieht dann folgendermaßen aus. Ich gucke mal, wo ich die habe. Ich glaube hier Projects .inc. Da. Und dann habe ich hier Atmega und Atiny. Das sind die verschiedenen Gruppen dieser Chips. Atiny sind die kleineren, Atmega die größeren. Ich habe hier jetzt einen Atmega und der heißt irgendwas mit 328. Das ist gar nicht so einfach zu finden. Hier unten kommt der irgendwie 328 PDEF. Das ist die Datei, die wir brauchen. Und dann habe ich die aber, da macht man Folgendes, wenn man die dann gefunden hat, dann geht man in sein Projektverzeichnis. Das habe ich hier, das ist Lauflicht. Und dann habe ich hier die Datei main.asm. Da steht drin, was ich programmiert habe. Die Hex-Dateien, die lösche ich jetzt erstmal raus, weil die habe ich, natürlich habe ich das schon mal ausprobiert. Main-Object, das können wir auch rauslöschen. Das wird beides erzeugt. Und wichtig ist hier die m328pdef.inc, die habe ich mir hier reingeholt. Wenn man diese Dateien hier vernünftig programmieren möchte, dann macht man das am besten mit so einer, so einem Editor wie zum Beispiel Gini, der dann das einfacher macht, hier die Befehlssachen einzugeben. So, das Programm hier, das ist vom 9.05.2019. Ich habe aber schon wieder ein paar Änderungen dran gemacht. Was man hier zuerst hat, ich habe hier erstmal definiert sogenannte Konstanten, damit ich die schnell ändern kann. Hier, um das Programm zum Beispiel langsamer zu machen, dann würde ich hier C-Delay statt 2.05 reinschreiben, dann würde das Lauflicht langsamer laufen und noch ein paar weitere Änderungen. So, dann haben wir hier verschiedene Register definiert, mit Namen versehen. Und dann geht es hier weiter. So, dann haben wir hier ungenutzte Interrupts. Und hier ist dann der erste Interrupt, das ist Reset, wenn das Programm neu startet. Da wird erstmal der Stackpointer geladen. Stackpointer, den braucht man, wenn man Unterroutinen aufruft. Und in Unterroutinen nochmal weitere Unterroutinen. Oder wenn man halt Variablen sichern möchte, bevor man in eine Unterroutine springt, dass sie da nicht geändert werden, dann kann man solche Sachen, also Unterroutinen werden immer, wird der Rücksprung, die Rücksprungadresse immer auf dem Stackpointer geladen. Wenn man dann aus der Routine zurückkommt, dann
startet, macht er da weiter, wo unterbrochen worden ist. Und genauso auf die Art kann man eben auch Variablen dort abspeichern. Dafür ist das wichtig. So, dann werden die Timer gesetzt. Der Timer hier, der ist für die Geschwindigkeit des Lauflichts selbst. So, und dann haben wir hier die Ports, werden initialisiert für die Ausgabe. So, die Helligkeitsgrundeinstellung wird gesetzt. So, dann haben wir hier noch der Timer 2. Das ist für die Helligkeitssteuerung, ist das zuständig. Der wird gesetzt. Und dann ist hier Output Compare A. Das ist auch für die Helligkeitssteuerung. Das hier, das können wir erstmal weglassen mit dem Out Compare B. Das ist eine Änderung, die ich gemacht habe. Und das schmeiße ich jetzt mal alles raus. Das heißt, ich schreibe davor immer ein Semikolon und dann wird das ausgeblendet. So, das brauchen wir nicht, weil da weiß ich nicht, ob es funktioniert. Das will ich jetzt nicht ausprobieren, während ich das hier halt vorführe. So, das waren die Änderungen, die ich gemacht hatte. Es gab auch noch weitere Änderungen, da kommen wir jetzt gleich zu. So, dann hier ist die. Das läuft hier immer durch, das Programm, und da wird es immer unterbrochen von dem Timer 0. Und dann wird das Lauflicht berechnet. Und da gibt es dann verschiedene Modi, die immer so durchgeschaltet werden. Das werde ich gleich euch auch zeigen, wie das aussieht. So, dann haben wir hier die Unterrad-Routine für Timer 2 Compa. Das ist für das PWM. So, da haben wir einmal hier, da muss ich das wieder ändern, das wird FF. Ich will aber nicht suchen, sondern Shift FF. Und die Interrad-Routine für den Timer Comp B, die machen wir auch einfach mal, falls sie wirklich aufgerufen wird. Ich denke gar nicht, dass die aktiv ist. Soweit war ich noch nicht. Aber dann schmeißen wir alles raus, was dazwischen steht. Wir machen nur das CLI und SLI und RTI. Oder RETI. So. Dann Interrupt-Routine für Timer 2 Overflow. Das ist, dann wird, werden die LEDs ausgeschaltet, um dann durch PWM wird es dann halt an, aus, an, aus, an, aus und dann in unterschiedlichen Längen an und unterschiedliche Länge aus und dann wird das halt die Helligkeit dadurch geregelt. So, da habe ich aber auch nichts geändert. So, hier die Subroutine für die LED-Programme. Da sind dann die verschiedenen Modi drin. Sieht man hier Lauflicht rechts, Lauflicht links, Lauflicht rechts, füllend links, füllend rechts, links rechts, so dann Flashlight, und dann haben wir Lauflicht links rechts springend und das war's. So, jetzt speichere ich das gerade mal ab mit den Änderungen und wir können das ruhig auflassen und man macht jetzt einfach eine Konsole auf. Das ist das hier. Und da wechsle ich jetzt in das Verzeichnis, das heißt CD, Projekte, so, dann haben wir Projects, dann AVR und dann Lauflicht. Um das aufzufüllen, natürlich immer die Tab-Taste und dann wird das, was auf der Festplatte, was er da findet, wird dann angezeigt. So, können wir LS machen. Da haben wir das Programm, das mit dem Kringel hinten dran mit dem, der Tilde, das ist die geänderte Datei, die alte, die ist gesichert worden. So, jetzt braucht man nur eingeben AVRA und dann main.asm. Schauen wir das mal. With no errors, da ist nur eine Warnung drin, das ist noch was, was ich geändert hatte, aber wird nicht benutzt, deswegen spielt das keine Rolle. So, jetzt mache ich ls und dann haben wir wieder hier den main.hex, das ist die wichtige Datei, die wir auf den Chip spielen wollen und dann geht es weiter. Für die Programmierung hat man hier ein solches Programmiergerät, das ist hier von Atmel selbst gewesen, die gibt es heute so gar nicht mehr, aber die gibt es als günstige Nachbauten. Die haben auf der einen Seite dann so einen kleinen Stecker hier. Und der wird hier auf die Platine gesteckt. Das machen wir aber erst, wenn das läuft. Auf der Platine läuft jetzt schon ein Lauflicht, weil natürlich habe ich das schon mal aufgespielt. Und dann können wir direkt sehen, was da abgeht. Und dann können wir sehen, ob ich nicht das gleich starte, das Richtige gemacht habe. Also hier wird das angeschlossen.
Nein, aber nicht so rum, sondern so rum. So, und da sieht man jetzt das Lauflicht laufen. Und dann wird jetzt dieses Programmiergerät hier aufgesteckt. Das rote Kabelende hier an der rechten Seite. Sobald das aufgesteckt wird, dann wird hier an dem Gerät auch die Lampe da grün. Daran sieht man, das ist richtig gewesen. So, dann gucken wir, ob wir das hinkriegen, dass wir beides hier sichtbar haben. Ja, das geht doch. Und dann wollen wir jetzt die Programmierung starten. Die Programmierung, da gibt es ein Programm, das heißt AVR Dude. Und da kann ich jetzt einfach eingeben, Man AVR Dude, oder ich habe mir das alles wunderbar notiert. Ich hoffe mal, ich finde meinen Zettel. Jo, okay, um das zu programmieren, startet man das Programm AVR Dude. AVR Dude. Natürlich richtig geschrieben. Nimm es mir bitte nicht übel. Ich habe hier ein Kabel quer über die Tastatur laufen. Ich muss das hier gerade ein bisschen in Ordnung bringen, dass ich besser tippen kann. So, dann Leerstelle. Dann kommt minus P. Dann wird der Chip angegeben. Das ist der M328P. So, dann wird das Programmiergerät festgelegt. Minus C. Das ist AVR. ISP, ISP und 2. So, dann kommt ein Minus und ein großes U. Und dahinter wird jetzt angegeben, einmal, welcher Speicher von dem Chip da soll überhaupt programmiert werden? Der Flash. So, dann kommt ein Doppelpunkt. Dann folgt, was soll gemacht werden? Gelesen, geschrieben oder was auch immer. W für Schreiben, für Write. Noch ein Doppelpunkt. Dann kommt der Dateiname, der geschrieben werden soll. Der heißt main.hex. Dann kommt noch ein Doppelpunkt. Und dann kommt die Art des Programms. Das ist ein Intel Hexcode, also das nennt sich Doppelpunkt I. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, soll ich das jetzt starten können und der Chip sollte programmiert werden. Ah, wir müssen das, ich weiß, woran es liegt. Bei Linux ist es leider so, dass die USB-Schnittstelle nicht einfach so beschrieben werden kann. Das muss man als Super-User machen. Das heißt mit dem Befehl sudo davor. Oder man muss eine nicht ganz einfache Änderung machen, dass jeder die USB-Schnittstelle beschreiben kann. Also ein Sudo davor nochmal. So, da muss ich jetzt erstmal das Kennwort eingeben. Und jetzt ist das Programm draufgeschrieben worden. Ich habe das Lauflicht, meine ich, beschleunigt. Aber wir können jetzt einfach mal in das GUI reingehen. Und können hier oben ein paar Änderungen machen. Und zwar machen wir das Delay hier mal auf 8 und speichern das Ganze. So, dann gehen wir wieder hier hin. Und hier kann man jetzt die alten Befehle sich so durchtickern. Und dann sieht man hier AVR main ASM ist passiert. Und dann machen wir jetzt wieder den AVR dude, lassen den laufen. Und jetzt ist das Lauflicht langsamer, weil hier ist das geänderte Programm mit dem langsameren Lauflicht aufgespielt. Okay, das soll es auch schon gewesen sein zu diesem Video. Programmieren von solchen Atmel-Chips für ein solches Programmiergerät, wie wir es hier haben. Und das ohne eine besondere IDE, ohne Atmel-Software, außer das, was man sich aus der Atmel-Software eben besorgen muss, die Include-Dateien. Okay, wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Und klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!